Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier einen DM und Rossmann Haul für dich, also quasi Drogerieprodukte. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Beauty, Food, Deko, Haushalt, das ist so die kategorative Kategoriengeschichte. Timestamps blende ich vielleicht auch mit rein. Ja. Und ich starte einfach mal mit der Ideenwelt von Rossmann. Fashion, okay, das ist vielleicht das Fashion-Item hier. Die Sport-Tights, ich glaube, die waren aber reduziert. In der Größe M habe ich mir die bestellt. Ja, das ist einfach, weil ich Bock drauf hatte, ne? Und das ist so eine ganz schöne Qualität. Die ist ein bisschen dicker. Und die ist, wie soll ich das beschreiben? Die ist so hundehaarabweisend, weil das so glatt ist. Ich weiß gar nicht, es müsste ja irgendwo auch mit beistehen, welche hier. 79% Polyester, 21% Elastan. Also ich habe auch manche Sachen in dieser Qualität, zum Beispiel von Oceans Apart, die Produkte, ne? Und das hier fühlt sich identisch an. Und ich fange jetzt bald mit Rückbildungsgymnastik an und dementsprechend wollte ich das ein oder andere haben. Und Größe M ist eigentlich sehr, sehr bequem auch für mich, ne? Von der Ideenwelt. Da habe ich auch schon ein paar Sachen von. Das finde ich ganz gut. Die ist in schwarz. Nee, die ist nicht schwarz. Die ist dunkelblau. Also die ist ja nicht schwarz, die ist dunkelblau. Kommt in die Wäsche, wird verwendet. Und jetzt würde ich sagen, die meisten von euch sind wahrscheinlich wegen der Beauty-Produkte hier. Starten wir doch einfach mal damit. Da hat NYX ein neues Produkt rausgebracht, beziehungsweise ein neues Produkt in verschiedenen Farben. Smooth Whip Matte Lip Cream. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich mir jetzt hier bestellt in der Farbe Onsi Funsi. Onsi Funsi, ja. Genau, die Farbe Onsi Funsi. Bin ich sehr gespannt drauf, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von diesen matten Lippenprodukten. Vielleicht mache ich mal wirklich... Ja, schwierig, ne? Das mit den Shorts hier auf YouTube ist echt immer schwierig. Aber vielleicht mache ich auch zu dem einen oder anderen Lippenprodukt auch mal einen Short. Ja, ich weiß, Shorts sind nicht so ultimativ cool und so, aber wir sollen sie halt machen, wir Creator. Und deswegen sehe ich halt zu, dass ich da auch das ein oder andere mit reinbringe. Manchmal ein bisschen Spaß mit dabei, manchmal ein bisschen Make-up, ein paar Angebote, vielleicht auch mal so Kooperationsinformationen, dass ich da vielleicht gerade einen aktuellen Code habe und euch das da droppen kann. Ich habe hier auch einen Community-Tab, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und da habe ich auch eine Umfrage gemacht und werde mich dann auch tatsächlich content-technisch da so ein bisschen dran orientieren, dass ich dann auch versuche vermehrt eben genau auf das einzugehen, was ihr euch dort wünscht. Jo, und die Farbe fand ich tatsächlich auch super interessant. Ich bin eigentlich eher so knallige Augen, zurückhaltende Lippen, aber ja, vielleicht kann das ja auch was. Wir müssen mal ausprobieren. Dann habe ich mir zwei neue Mascaren von Manhattan bestellt. Mascaras, Entschuldigung. Einmal die Amazing Reloaded und die Amazing Volume on Demand Mascara. Das sind diese beiden. Und auch dazu wollte ich einfach mal so einen kleinen Vergleich machen. Einfach mal schauen, wo jetzt der Unterschied liegen soll. Da haben wir ein bauchiges, dickes, fettes Bürstchen. Hier glaube ich ziemlich ähnlich, ne? Ja, nee, das ist aber noch so ein bisschen, hat es auch was von einer etwas deformierten Erdnuss. Aber ja, das wollte ich ausprobieren. Das mache ich dann auch mit euch zusammen. Ja, also wenn ich in der Drogerie einkaufen gehe, ist es natürlich ein paar Sachen, die ich halt generell brauchte. Dann Neuheiten, die ich einfach ausprobieren wollte. Und ja, was man halt so braucht. Das ist aber, ne, klar, glaube ich. Dann habe ich die Sky High Lash Sensational Tinted Primer Geschichte gekauft. Ich habe jetzt schon von mehreren gehört, brauchst du eigentlich nicht. Weil im Prinzip, ob du jetzt noch dieses hier drunter gibst oder einfach eine weitere Schicht Mascara machst, ist Peng. Wollte ich trotzdem mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Ich habe das ja auch bei manchen Mascaras, zum Beispiel bei der Nabla Visions Mascara, dass ich das super gerne mag, dass ich die dann in Kombination mit so einer Gummibürstenmascara verwende, die dann halt auch irgendwie so ein bisschen noch die Wimpern trennt, ne, dass man das Ganze auseinanderfusseln kann. Ja, und hier haben wir nämlich genau das gleiche Bürstchen wie bei der generellen Sky High. Und ich glaube, die Mascara an sich ist hier auch so schwarz-braun drin, ne? Also ich muss mal gucken. Gott sei Dank nämlich nicht dieses klassisch Weiße, das mag ich nämlich gar nicht. Es gab eine neue Limited Edition bei Rossmann von Rival de Loop und die wollte ich mir mal angucken. Ich habe da aber nicht alles draus bekommen. Da muss ich jetzt die Tage mal in den Laden gehen und mal schauen, ob unser Rossmann das auch so führt und da dann den Rest kaufen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so aussieht. Aber es ist ja bald Karneval, ne? Cosmical Mood. Multi-Use Highlighting Oil. Face, Body and Hair. Ich glaube, das hätte mir schon direkt sagen sollen. Achtung, Achtung, ich bin eine Glitzerbombe, weil das ist es.
Das ist so ein typischer Glitzer, den ich mir auftragen werde, wenn ich Karneval rausgehe, Weiberkarneval und dann halt so hier, ne, da so Glitzer, Flitzer, Tüdelü. Aber das ist kein Highlighter, den ich hierhin mache oder den ich mir unter die Base gebe. Das ist ein Karnevalsprodukt, ne? Ja, Claudi, das ist, glaube ich, recht klar. Die weiteren Produkte in der LE sind, ja, also Plumping Lip Filler, Glitter and Volume soll das Ding geben. Und das ist halt so ein rosa, ne? Da wollte ich auch einfach mal schauen, wie der so ist. Oh mein Gott, ist der auch so auf den Lippen? Dann macht der ja voll die verrückten Zähne. Riecht sehr süß, ne? Sehr weißlich, milchig. Kann aber auch cool sein. Also da muss ich wirklich mal gucken. Ist halt nicht so, Gott sei Dank. Ne? Das wäre ja wirklich unglaublich. Muss ich jetzt abmachen, weil ansonsten klebt hier gleich alles. Ja, nebenher läuft der 24-Stunden-Stream von Danny. Der ist nämlich jetzt heute, wo ich das Video drehe, 24 Stunden. Und da ging das so richtig ab. Schaut auf dem Highlight-Kanal bei ihm vorbei. Der Wahnsinn, verlinke ich euch im i. Krasser Typ, da wird er sicherlich auch jetzt die nächsten Tage einiges von dem 24-Stunden-Stream droppen. Das hier ist eher so ein Überlack, Glitter Nail Polish, auch aus dieser Cosmical Mood-Geschichte, ne? Den habe ich auch mitgenommen, beziehungsweise mitbestellt und sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Ihr seht es ja auch bei mir, ich bin ja immer kunterbunt unterwegs und ich kombiniere das auch ganz gerne. Also hier habe ich zum Beispiel auch einen, der war Unifarben, da habe ich dann einfach von Catrice sowas drüber gemacht oder hier, da ist jetzt auch was abgesplittert, weil ich heute noch geputzt habe. Das ist eigentlich normal gelber, da habe ich dann auch so goldenen Glitzer drüber gemacht. Ich mag sowas einfach gerne. Oder hier, das ist natürlich auch Traum. Das ist eigentlich so ein türkiser Nagellack gewesen und da habe ich dann auch so, auch von Catrice ist das einer gewesen, das sind so grün-bläuliche Schimmergeschichten, ja, mega. Und das hier ist halt so richtig silber-weiß, hell, finde ich auch ganz interessant, ne? Also ich bin Nagelfan, ich mag sowas. Dann habe ich hier, da hätte ich aber gedacht, dass die Farbe ein bisschen eine andere ist, aber gut, Cosmical Mood, ein Blush-Stick, ne? So schaut das aus und ich finde Blush-Sticks ja per se ganz cool. Trage ich auch super gerne. Jetzt heute habe ich zum Beispiel, ja, es ist jetzt kein Blush-Stick, ich habe ein Full-Face Rival de Loop und Rival Loves Me im Gesicht. Riecht soweit nach nichts. Ja, so sieht das aus, ne? Sieht das nicht so super farbintensiv aus? Oh doch, oh! Guck dir das mal an. Eieieiei. Das ist wirklich cool. Und der ist auch nicht schimmernd, sondern eher matt unterwegs. Das ist schon cool. Wo habe ich jetzt hier meinen... Da. Ich hatte eben mir so ein Tuch gezogen, mal eben schnell, dass ich das mal eben wegmachen kann. Das ist schon eine intensive, schöne, schöne Sache. Das mag ich. Das finde ich wirklich gut. So, dann habe ich mir auch noch aus der Limited Edition ein Aqua Boost Under Eye Base Produkt mitgenommen. Da bin ich auch gespannt drauf, inwiefern das ja funktionieren wird. Wahrscheinlich soll das dann die Augen auffrischen oder so. Under Eye Base. Das ist so peachy. Ich hätte gedacht, vielleicht ein bisschen so von der Pflegegeschichte her. Hat jetzt so keinen großartigen Duft. Ist eher gelig auf der Haut. Oh, sehr schön frisch. Oh, sehr schön frisch. Ich mag ja nicht so gerne oder mochte nicht so gerne von Essence diesen Cooling Stick. Da hätte ich mir genau das hier gewünscht. Das ist wie so eine Augencreme, ne? 7 Gramm. Cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich, das gab es aber glaube ich dann bei DM, aber das ist jetzt egal, das ist alles bunt durcheinander, ne? Diese BH Cosmetics Tahiti Palette habe ich mir auch gekauft. Ja, hatte Maxim in einem Video gezeigt und auch gesagt, dass die halt relativ klein ist, hat er vollkommen recht. Blush Bronzer Highlighter ist am Start, ne? Schade Schokolade, BH Cosmetics wurde aufgekauft von Revolution. Wobei nicht schade Schokolade, im Prinzip können wir glücklich darüber sein, weil BH Cosmetics dadurch ja quasi weiter bestehen bleibt. Aber die Qualität wird wahrscheinlich auch ein bisschen leiden, ne? Und das hier ist dann wahrscheinlich, ne? Also wir wissen es noch nicht genau. Wir wollen uns jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? BH Cosmetics war halt sonst echt überragend. Und das sind so die letzten Produkte, die noch irgendwie... Hat er ein komplettes Video drüber gemacht, mega interessant, müsst ihr euch mal angucken. Die letzten Produkte, die irgendwie von BH Cosmetics auch selber auf den Markt gebracht worden sind. Und da hatte er gesagt, es steht auch irgendwie hinten drauf, wenn das dann... entstanden ist. Ich sehe da ehrlich gesagt kein Datum. Keine Ahnung. Muss man halt recherchieren, aber er kennt sich da halt auch ein bisschen besser mit aus, weil er ja auch selber zum einen schon Produkte rausgebracht hat und zum anderen auch eine Marke selber hat, ne? Also finde ich auf jeden Fall sehr cool. Dann hat Maybelline ein neues Produkt rausgebracht.
was man irgendwie auch schon 5 Milliarden Mal irgendwie von Maybelline gesehen hat, aber egal. Tattoo Brow Styling Gel habe ich in der Farbe 250 blond. Ja, Madame ist blond unterwegs. Und das, ja, ich gebe Maybelline-Produkten auch immer wieder mal eine Chance, weil ganz ehrlich, mich überzeugen die halt sehr selten. Ich denke immer, boah, irgendwann muss doch mal ein Produkt dabei sein, was mir gefällt. Weil Maybelline ja so dermaßen viele Augenbrauenprodukte raushaut. Hübsch sieht's aus, ne? Sieht eher aus wie ein Liquid Lipstick oder so. Aber hier hast du halt so ein getöntes Augenbrauenprodukt. Mit einem Spoolie. Ja, mal schauen, ob das was wird, ne? Ja, bin ich skeptisch gespannt, um das mal so zu sagen. Ja, dann habe ich Nagellacke noch mitbestellt. Da habe ich einmal hier von Essie. Ich hätte gedacht, der wäre gelber. Aber gut, das ist die Farbe Outside the Lines 495. Ist halt eher ein Orangetönchen. Schöner Orangeton, ne? Also Gelb-Orangeton, aber ja, Expressi ist das ja dann. Der soll dann ja etwas schneller trocknen. Dann so ein richtiges Gelb von Catrice. Super Bright Nail Polish. Das ist kein Neon, das ist wirklich ein Gelb-Gelb. Und ich bin immer noch so, ihr habt es ja bei diesem Gelb auch gesehen, das ist der erste Nagel, der von meinen ganzen Nägeln abgesplittert ist. Und das ist der linke Mittelfinger. Also ich mache mit meinem linken Mittelfinger eigentlich nicht so super viel. Das heißt, es ist nicht unbedingt so ein Indiz dafür, dass es ein qualitativ hochwertiges, ne, Nagelgedönsen hier drauf ist. Und ja, deswegen, ich bin immer auf der Suche nach sehr guten, haltbaren Nagellacken. Dann habe ich noch ein Grün mitgenommen. Das ist schön. Ja, Up to 7 Days Life Proof von Catrice. Iced Matcha Latte ist hier die Farbbezeichnung. Der ist ein bisschen heller als der, den ich hier drauf habe. Das ist einer von Zara. Und ja, auch da, ne, ich mag auch gerne Catrice Nagellacke. Die machen echt gute Nagelprodukte. So, Masken noch und nöcher. Ja, wer meine Aufgebraucht-Videos schon mal irgendwann gesehen hat, ich kann euch mal eins exemplarisch in i verlinken, wird mitbekommen haben, dass ich super gerne Masken verwende und auch gerne neue Masken ausprobiere mit euch zusammen. Das ist keine Maske, das ist die Catrice Dior Universe Palette. Ja, kann man auch bei den Masken mit reinstecken, ne? Warum? Egal. Ja, wollte ich auch mal ausprobieren. Die hat jetzt nicht so die super guten Kritiken bekommen, aber ja, ne? Weiß ich nicht. Ich fand die hübsch irgendwie von diesem, mit den Sternchen und so. Naja, wir können ja mal schauen. Dann, wie gesagt, Masken. Isana, Ceramid, Tuchmaske mit Hyaluron und Shea Butter, sofort glattere Haut. Ja, fühlt sich schon so an, als wäre das eine sehr dünne Maske, was ich gut finde. Weil mit Isana-Masken und auch mit Balea-Masken kannst du Glück haben und Pech haben. Und ich hoffe immer, dass ich Glück habe. Dann haben die auch neue Hydrogel-Augenpads rausgebracht. Dreamy Sky, beruhigende Pflege mit Hyaluron und Wolkenblumenextrakt. Bitte. Und das ist in Wölkchenform. Ich glaube, das ist ja auch die neue Limited Edition, die ich echt süß finde, muss ich sagen. Ich verwende eigentlich natürlich, na die nicht natürlich, aber ich verwende am liebsten die von Dalton. Aber die sind natürlich ein bisschen hochpreisiger. Ich möchte euch immer gerne in allen möglichen Preissegmenten auch Produkte zeigen, dass ihr dann auch schauen könnt, was ihr, ne, wo es sich halt lohnt, Geld dafür auszugeben oder wo man sich dann vielleicht doch den einen oder anderen Euro sparen kann. Und ich kriege auch immer wieder die Resonanz, dass mit mir auch schon sehr viel Geld gespart worden ist, wohingegen man auch schon mit mir relativ oft verführt worden ist, dann sich dann doch das ein oder andere zu gönnen, aber dann glücklich darüber ist, dass man sich das gegönnt hat. Zum Beispiel, als ich den Purish-Code hatte, den habe ich, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr. Ich habe jetzt noch Claudis Welt 15 für euch. Beziehungsweise, nee, Claudis Welt 20 gilt bis zum 14. Februar noch auf die reduzierten Sachen und Claudis Welt 15 könnt ihr sowieso anwenden auf die Produkte oder die Marken, die in dem Monat Februar jetzt reduziert sind, ne? Könnt ihr gerne mal in der Infobox vorbeischauen, da habe ich das verlinkt. Genau, da wurde halt auch geschrieben, dass zum Beispiel bei der Lightwork-Palette von Danessa Myricks, das ist ja eine sackenteure Palette, da habe ich euch auch ein Schminki zu abgedreht, ich dann die ein oder andere verführt habe, aber dass diese Personen mir dann auch danach geschrieben haben, Alto Belly, das war sinnvoll, ne? Also ich, wenn ich hier was euch empfehle, ist es ja, also gerade bei so teuren Sachen, ne, möchte ich ja auch darauf Wert legen, dass es kein Scheiß ist. Meine Güte, wie lange kann man quatschen? Ja, ich möchte euch sowieso keinen Scheiß empfehlen. Ich möchte euch sinnvolle Sachen empfehlen. Und egal, wie teuer oder wie günstig die sind, gerade bei den teuren Produkten natürlich noch ein bisschen kritischer rangehen, das ist wichtig. Aber auch bei den günstigen Produkten, dass man halt, wo es geht, halt sagen kann, das ist gut, das ist nicht gut und dass man sparen kann oder eben nicht. So.
Isana Tuchmaske Dreamy Sky haben wir hier auch noch mit Hyaluron und Panthenol. Das ist Feuchtigkeit spenden und pflegen. Ne? Also das ist auch immer eine ganz schöne Geschichte. Freue ich mich drauf. Das wird sowas von bald leer sein. Get the Glow Isana Tuchmaske. Die ist auch schön dünn. Jedenfalls fühlt sich das so an. Peptide und Ceramide mit Hyaluronsäure, Vitamin E, Allantoin. Richtig toll. Richtig toll. Ne? Auch Limited Edition. Die fühlen sich so dünn an, das freut mich gerade. Und Biotin hat hier auch Masken rausgebracht. Die musste mit 100% pflanzliche Faser, sehr interessant. Lulumelon Tuchmaske Glow Booster spendet der Haut sofort Feuchtigkeit für einen strahlenden Teint mit Vitaminkomplex und Melonenextrakt. Ne? Ich liebe Melone. Das musste einfach sein. Genau, das seht ihr dann im Aufgebraucht-Video von Februar wahrscheinlich alles. Dann habe ich noch was von Balea entdeckt. Balea hat das Logo verändert. Das ist, glaube ich, noch das alte Logo, ne? Ja, das neue, das ist irgendwie so ein bisschen... Das A ist da auch anders geschrieben. Genau, das sieht dann mehr so aus wie das, was wir halt schreiben, wenn wir Druckschriften schreiben. Auf jeden Fall ist es eine Fußbutter mit wertvoller Shea-Butter und Pfirsichkernöl, intensive Pflege. Ich weiß nicht, das war bei den neuen Produkten halt quasi mit dabei. Deswegen habe ich das mitgenommen. Kann man ja machen, ne? Und ich verwende immer Fußcreme, da rieche ich jetzt hier gerade nichts durch. Und, jo, ausprobieren. So, Möbben, einen habe ich hier noch. Das ist quasi so ein Zwischending zwischen Beauty und Haushalt. Dontodent Sensitive Intensivschutz, Mundspülung ohne Alkohol. Verwende ich super gerne morgens und abends und immer wieder zwischendurch, wenn ich mal Bock habe. Ist das ganz angenehm, wenn man so ein Pappmaul hat, ne? Dass man das einfach mal sich gönnt. Apropos Maul, für Sammys Maul habe ich auch was mit dabei. War auch bei den neuen Produkten oder so, glaube ich jedenfalls. 8-in-1 Tasty Sushi Rolls. Fand ich süß. Ohne Zusatz von Zucker. Ja, das fand ich auch wichtig, ne? Das, da achte ich halt drauf. Leckerer Snack mit Hähnchenbrust und Kabeljau. Der feine Herr darf sich gönnen. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und die sind auch ein bisschen größer. Die sind nicht zu klein, nicht zu groß. Ich glaube, das ist für ihn ganz schön. So, und wenn wir Sammy versorgt haben, können wir auch zu der menschlichen Nahrung übergehen. Da habe ich erstmal was für mich. Ah, der schmeckt so lecker, ist aber gar nicht so günstig. Hip Mama Still Smoothie mit Pfirsich, Mango in Apfel, mit Folsäure und Jod, ja, ja, und super viel Zucker, ja, ja. Aber der ist einfach lecker. Das ist einfach ein leckerer Smoothie. Nom. Dann habe ich mir noch eine Erbsensuppe mitgenommen von, oder Erbsentopf von Enerbio. Ja, fertig in 5 Minuten, ist eine Proteinquelle. Esse ich mir super gerne mal eben schnell, zwischendurch mittags, ne? Dazu ein bisschen Apfelmus, fertig ist die Laube, Claudi ist glücklich und ja, ne, ich wohne halt regional gesehen auch so, ist Richtung Münsterland und auch Osnabrücker Land, also das ist genauso mittendrin, sage ich mal, ne, und da wird halt super viel auch Apfelmus gegessen und ja, da kommt das dann wahrscheinlich her, keine Ahnung, also meine Familie hat immer Apfelmus zu Hause gehabt und das haben wir uns immer hart gegönnt und deswegen ist es schön, wenn man so einen Erbseneintopf sich gönnt und dazu einfach mal Apfel. Oh, ich lieb's. Ja, so, dann habe ich noch mehr von Enerbio mitgenommen. Ganze Himbeeren, das sah so lecker aus. Sieht jetzt auch so lecker aus. Mit weißer Schokolade, limitierte Edition. Ja, musste man natürlich zugreifen, ne? Ich mag es einfach, dass wir sowohl bei Rossmann als auch bei DM quasi einen Bioladen mit dabei haben, der aber nicht so sackteuer ist, ne? Also man hat irgendwie ein gutes Gefühl mit dabei, wenn man sich Süßigkeiten kauft. Feier ich, finde ich großartig. Dann hatten wir gratis mit bei der Rossmann-Bestellung dabei von Genuss Plus Knabberkram Salted Caramel schonend geröstete Nüsse. Das ist das Perfekte für mich. Sonst hast du mal eine Packung Tempos oder Kondome mit dabei. Dieses Mal hatten wir ein bisschen Salted Caramel Nüsse. Jo, das ist was für mich. Ja, dann habe ich, das ist glaube ich auch Rossmann gewesen, ne? Water Drops mitgenommen. Das, die haben eine neue Verpackung, glaube ich, ne? Ananas-Erdbeere. Passionsfrucht. Aha. Ohne Zucker. Ich mag die einfach gerne. Getränkewürfel mit Vitaminen, ne? Ja, ja. Es ist halt einfach, dass das Wasser, was ich hier dann stehen habe, ein bisschen mehr Geschmack bekommt. Und dann freue ich mich einfach, wenn ich mir so einen Water Drop reinmachen kann. Ich hatte mal eine Kooperation. Habe ich leider nicht mehr. Das heißt, den Nachschub, den kaufe ich mir dann halt eben selber. Einfach, weil ich die wirklich gerne mag. Genauso gerne mag ich diesen Traubensaft Naturtrüb. Letztes Mal, als ich den in einem Haul gezeigt habe, habe ich einen ganz merkwürdigen Kommentar bekommen, ob ich nicht aufpassen müsste in der Stillzeit mit Traubensaft. Ich glaube, die Dame dachte, dass mein Kind davon betrunken wird. Ich habe das auch mal gegoogelt, könnt ihr auch mal machen. Nein, also nein. Irgendwie habe ich mir den Beitrag so durchgelesen, hat wirklich mal jemand das ausgerechnet, wie
viel Alkohol eine Mutter im Blut haben müsste, damit das Kind oder damit die Muttermilch irgendwie 1% Alkohol oder sowas enthält. So ganz, ganz verrückt halt, ne? Da müsste die Mutter irgendwie über 7 Promille haben und das geht nicht, weil mit 4, bla Promille wäre die Mutter tot. Ey, das fand ich schon ziemlich interessant, diese Frage, die hat mich erst so, warum muss ich in der Stillzeit mit Traubensaft aufpassen? Ganz im Gegenteil, das ist halt ein milder Fruchtsaft, den ich mir ganz gerne trinke, so anstelle von einem O-Saft, ne? Aber das ist halt so ein Irrglaube, dass sowohl Traubensaft als auch Apfelsaft, klar, einen gewissen Alkoholgehalt in Anführungsstrichen kann das enthalten, aber das ist niemals so hoch, dass es irgendwem schaden würde, so, ne? Da müsste man sich das echt irgendwie, das kannst du gar nicht in den Massen trinken, dass du davon irgendwas irgendwie durch die Muttermilch oder selber spürst. Ich glaube, vorher hat man so dermaßen flotten Otto, dass man einfach gar nichts mehr kann. Keine Ahnung, was die, also fand den Kommentar, der hat mich zum Denken angeregt, ne? Dich jetzt auch. So, was ich auch super gerne morgens esse, sind diese Kerne- und Saatengranola-Geschichten, Proteinquelle, Omega-3-Quelle von DM Bio. Also sowohl morgens in meinem Müsli als auch abends, also nachdem ich abends geduscht habe, mache ich das meistens so, dass ich mir dann so einen Joghurt nehme, dann mache ich ein bisschen hiervon mit da rein, dann schnibbel ich mir eine Banane oder einen Apfel oder eine Birne oder eine Kiwi da mit rein und ein bisschen Flohsamenschalen und ja, das ist dann so mein Get ready for the night. Die Nacht wird noch anstrengend genug mit dem ganzen Stillen. Meal, also meine Mahlzeit dafür, ne? Und das hier ist so, so, so lecker. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht vorher schon gemacht habe. Es ist extrem lecker. Es ist richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Und das gebe ich mir dann halt einfach dahin zu und gefällt mir. Zweimal habe ich mitgenommen den Bio-Espresso ganze Bohne. Wir nehmen super gerne entweder halt den hier oder wir nehmen den vom Aldi. Das sind so unsere Lieblingsdinger, die uns am besten schmecken halt. Ne? Espresso-Bohnen sind halt etwas mehr geröstet als Kaffeebohnen, dementsprechend bekömmlicher. Die ewige Leier, ich erzähle euch das immer wieder. Und deswegen ist es nicht so, dass du einen höheren Koffeingehalt hast, weil im Prinzip die Bohne das gleiche Ausgangsprodukt ist wie die Kaffeebohne. Es würde sich verändern vom Koffeingehalt oder vom wie auch immer, wenn du das als Espresso trinken würdest, in dem Maße, wie du das als Kaffee trinken würdest. So, und ja, aber wir trinken die Espresso-Bohnen als normalen Kaffee und unserem Besuch, der ja auch Kaffee bei uns trinkt, die mögen das alle. Also da hat sich eigentlich noch keiner beschwert. Letztens sagte, glaube ich, mal mein Schwippschwager, also der Schwager von meinem Freund, ist das mein Schwippschwager? Ich glaube schon, ne? In Spee. dass unser Kaffee schon sehr stark wäre. Aber das hängt, glaube ich, damit zusammen, weil wir gerne unseren Kaffee ordentlich trinken. Naja, aber gut, so ist das halt sehr, sehr lecker. Du hast hier 75% Arabica-Bohnen und 25% Robusta-Bohnen drin. Aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich sagen, Arabica-Bohnen ist halt das, was wir alle so am ehesten kennen, ne? Also das ist halt so der normale Standardgeschmack und Robusta-Bohnen sind immer noch ein bisschen würziger. Wir mögen das richtig gerne. Okay, kommen wir jetzt mal zu Deko. Ich bin da so ein bisschen, Ich weiß nicht, was mit mir los war, eskaliert. Ich habe erstmal ein bisschen was mitgenommen für Fotos, so für Instagram, wenn ich da schöne Posts mache oder wenn ich hier ein schönes Short drehe, ne, dass ich dann einen schönen Hintergrund habe. Es ist bald Valentinstag, ne, da habe ich dann einfach mal so ein Herzvieh mitgenommen. Süß, ne? Ja, da kannst du halt schön Pflegeprodukte so drin drapieren oder wenn ich eine Box auspacke und die dann mal so abfotografiere oder filme, hast du ja so ein schönes graues Schleifchen mit dabei. Wundervoll. Ja, ne, man möchte das hübsch machen. Ich möchte aber trotzdem demnächst mal wieder zur Action. Da würde ich mich dann noch ein bisschen mehr eindecken. Was ich aber, upsala. Oh, das ist ein Klebevieh. Da ist ein Klebevieh. Ja, ja. Ja, das habe ich auch mitgenommen. Das war, glaube ich, reduziert. Weiß auch nicht. Ja gut, die Leute kaufen halt wenig Non-Food-Produkte aktuell, ist wie das, ne? Jo, das ist so ein, ja, ist ja kein echtes Fell, das ist ja aus Polyester, 100% Polyester, genau. So ein Flauschi halt in rosa und das passt jetzt halt auch irgendwie, das kannst du vielleicht auch in diese Schale nicht reinmachen, das ist ein bisschen zu groß dafür, aber halt irgendwie hübsch drapieren und dann hast du da Flauschi und dann machst du schöne Flauschi-Bilder. Ich bin da sehr liebevoll, ihr merkt das, ne? Ja, ein Bambusbrett in Herzform. Auch da kann man schöne Bilder mitmachen. Ich bin jetzt wirklich nur nach Bildern gegangen und es ist halt ein großes Teil. Mochte ich gerne leiden. Ist in der Ideenwelt in Rossmann, im Rossmann drin gewesen. Richtig drin. Aha. Muss auch gucken. Papierverpackung, Altpapier. Läuft.
Jo, nicht in der Spülmaschine. Ja gut, ich will es ja zum Foto machen nehmen, ne? Dann habe ich noch ein Holzbrett mitgenommen. Ja, die Frau hat ganz viele Bretter gekauft. Achtung, was steht da? Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel ausschließlich zu Dekorationszwecken verwendet werden darf. Nicht für Speisen verwenden. Ne, wollte ich auch nicht. Ja gut, da würde ich jetzt auch keine Wurstplatte draus machen, weil du hast hier einige... Das ist halt nicht so, ne? Da könnte Splitter mit bei sein. Das stimmt. Ne, aber auch da kann man schöne Fotos mitmachen. Yay. Und jetzt kommen wir zu einem Part, wo ich mir einfach denke, ich hatte irgendwie einen Nagel im Kopf, aber ich habe hier allerhand Duftkerzen stehen. Du ahnst es nicht. Also ich habe in letzter Zeit relativ häufig unten auch Kerzen an, also bei uns im Wohnbereich, einfach weil ich es gemütlich finde und weil mir so oft kalt ist. Und jetzt ist mein Freund dann auch oft nicht da, also der ist dann halt normal wieder arbeiten in der Firma und sonst hat er auch vielleicht mal den Kamin angemacht und ich bin oft zu faul dafür. Und dann mache ich lieber ein paar Kerzen an und dann habe ich es trotzdem gemütlich und ein Feuerchen brennt. Ist das irgendwie, ne? Also zum einen hebt das wirklich so ein bisschen die Raumtemperatur und zum anderen, wenn du Feuer siehst, wird dir direkt wärmer. Deswegen musste ich mir auch jetzt gefühlt 10 Kerzen kaufen. Ne? Ergibt Sinn? Irgendwie. Als allererstes habe ich hier die Anti-Tabak-Duftkerze. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwer bei uns raucht. Ich rauche eh nicht mehr. Und ja, ich wollte sie halt einfach mitnehmen, weil frische Duft, meistens sind diese Anti-Tabak-Kerzen nämlich total super vom Duft. Ja, ist auch angenehm. Ein bisschen Vanille, Blume und ja, weiß ich nicht. Frisch gewaschene Wäsche. Nach Weichspüler riecht das. Riecht angenehm. Und genau, das neutralisiert halt so ein bisschen die Düfte. Deswegen habe ich das ganz gut gefunden, wenn man vielleicht so einfach Stinkeduft gerade hat oder so. Man weiß es nicht, ne? Ja, man weiß es halt nicht. Genau, Claudi, ganz sicher. Ich bin ein bisschen... Es ist mir doch ein bisschen peinlich, dass ich so etwas eskaliert bin. Egal, dann habe ich ja auch noch die Duftkerze Vanille mitgenommen. Riecht auch angenehm nach Vanille. Dann habe ich mitgenommen den Beerenzauber. Riecht bestimmt nach Beere. Ganz zauberhaft. Dann habe ich auch noch White Cotton mitgenommen. Riecht bestimmt nach frisch gewaschener Wäsche. Oh ja, das riecht richtig nach frisch gewaschener Wäsche. Mhm. Und das andere, die Anti-Tabak-Geschichte, riecht wirklich nach Weichspüler. Dann habe ich hier Dark Wood. Riecht schon ein bisschen holzig. Mhm. Ich mag den Duft. Sehr angenehm. Natürlich hätte ich mir hier auch irgendwie hochwertigere holen können, aber da ich die ja wirklich nicht so wie hier auch so zu Dekorationen so habe, sondern wirklich einfach zu reinen, es muss funktionieren Geschichte, wollte ich mir jetzt nicht die teuren Kerzen kaufen. Ne? Ansonsten hätte ich gerne mir auch da Arvind May hingestellt oder Juwelkerzen oder so. Nee, das ist einfach nur für Claudi muss warm werden. Dann habe ich auch noch Sweet Feeling mitgenommen. Das ist mit fruchtig-süßer Verwöhnung mit Himbeerduft. Himbeerduft. Das ist schon sehr bonbonmäßig. Interessant. Da bin ich gespannt, wie der riecht, wenn ich die anhabe. Dann habe ich noch von Profissimo von DM allerhand Kerzen auch mitgenommen. Duftkerze nordische Blaubeere. Und ich fand das halt hier ganz cool. Du hast hier diese lange Brenndauer. Oh, die riecht wirklich angenehm. Und die packe ich mir auch vorher einfach ins Eisfach, einfach über Nacht, ne? Und dann brennen die noch länger. Also dadurch bringst du Kerzen halt nochmal ein Stückchen weiter auf ein höheres Niveau. Das ist total empfehlenswert. Hatte jemand von euch mir auch mal empfohlen. Dann habe ich hier die Duftkerze Cranberries. Oh, die riecht wirklich sehr intensiv. Okay, die riecht mir ein bisschen... nach Klo. Nun weiß ich noch nicht, ob ich die mag. Ist noch nicht so ganz, ganz cool. Zweimal habe ich mitgenommen die Duftkerze Vanille. Riecht angenehm, aber riecht nicht so nach dieser warmen Vanille wie die von Domol. Die riecht wärmer. Okay, ja, aber gut. Nö. Zweimal, wie gesagt. Sandelholz habe ich auch noch mitgenommen. Ich habe sie alle mitgenommen. Offensichtlich. Das riecht nach meinem Papa. Ja, der hat irgendein Parfum, was nach Sandelholz riecht. Das mag ich auch gerne leiden. Oh, da habe ich noch ein Foodprodukt. Hier habe ich noch eine Duftkerze mit Milch und Honig. Hier riecht wirklich nach Honig. Sehr, sehr gut. Das mag ich. Nom. Okay, ja. So viel zu Duftkerzen. Die Frau ist eskaliert. Es tut mir leid. Das hier ist eine Limited Edition von Enerbio Salted Caramel Creme ohne Palmfett. Mein Bauch hat gekrummelt. Offensichtlich möchte mein Bauch, dass ich das mal probiere.
Oh, ist ein bisschen verrutscht hier drin, ne? Ich kann das ja mal vom Deckel hier so abprobieren. Da, ne? Ist ein bisschen heller als die normalen Nuss-Nougat-Cremes. Boah. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Das schmeckt richtig gut. Mit Meersalz. Ich glaube, ich brauche da mehr von. Bio-Karamell-Creme mit Meersalz. Jetzt kauft mir aber bitte nicht den Rossmann leer, ne? Ich muss noch Nachschub kaufen. Boah, schmeckt das lecker. Oi, 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 oi. Okay, so. Ich habe noch ein bisschen mehr Deko. Das habe ich eben hier zur Seite geräumt. Das ist auch für Fotos, ne? Ja, süß. War reduziert. Musste ich da mitnehmen. Und das kannst du dann auch schön hinlegen mit Produkten drapieren und dann hast du ein schönes Herbstbild gemacht, ne? Ja, Herbst kommt ja auch irgendwann wieder im Leben. Dann habe ich auch noch mitgenommen Butterfly-Masken. Jetzt, wo sie alle aufhören, dass man Masken tragen muss, ab und an, jetzt so gerade beim Arzt und so, trage ich die eigentlich schon noch ganz gerne, ne? Da bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig. 5 Stück in Navy habe ich hier drin. Mein Freund hatte sich die nämlich gekauft, als wir, ja, als ich halt Julius gekriegt habe. Als wir Julius gekriegt haben im Prinzip. Ja, doch. Und die waren echt super. Er musste ja im Kreis dann auch die ganze Zeit Maske tragen. Und die haben echt mehr Atmen zugelassen. Genau, und die sind jetzt hier einfach in Navy, also in Blau. Das ist schön, ne? Mag ich gerne. Und dann kann ich die auch mal unten hinlegen, hinpacken, dass wir die dann auch verwenden. Ein bisschen Haushalt ist hier noch am Start. Da habe ich zweimal. Ey, ganz ehrlich, wie oft habe ich jetzt Weichspüler oder so bei uns auf den Einkaufszettel geschrieben? Und mal geht mein Freund einkaufen, mal gehe ich einkaufen. Und dann nehmen wir halt entweder den Einkaufszettel mit oder wir fotografieren ihn jeweils für die andere Person halt ab, ne? Und er hat nie Weichspüler mitgebracht. Jetzt habe ich den zweimal bestellt. Das ist von Frosch, der Sensitiv-Weichspüler, Baumwollblüte. Das ist ja in diesem Nachfüllpack. Letztendlich, ich benutze den so. Ich fülle den nicht noch irgendwo rein. Ich kann das auch einfach so in unser Weichspülerfach einfüllen, ne? Und ich finde mit dem hier, ich weiß nicht, ob das Greenwashing ist oder ob das halt tatsächlich so ist. Ich fühle mich damit halt irgendwie, als würde ich auch wirklich der Umwelt nicht allzu sehr wehtun, wenn ich den verwende. Vegan ist das Produkt, riecht gut, erfüllt seinen Zweck, ist hypoallergen, also ist in dem Sinne auch nicht irgendwie. Also ich benutze es ja nicht für Julius Sachen, ich benutze es ja nur für unsere Klamotten, aber trotzdem nehmen wir Julius ja auch in den Arm, ne? Und dann ist es mir halt lieber, wenn wir halt solche Sachen haben, als wenn ich jetzt irgendwelche anderen Sachen habe. Keine Ahnung. Ich fühle mich damit irgendwie einfach grüner. Keine Ahnung. Dann habe ich mitgenommen Klassik-Küchentücher von Alouette. Na, die mussten mal wieder mit. Wir haben aktuell keine mehr. Die sind alle leer. Es waren rein. Und als letztes habe ich hier noch von Tommy Tippy Twist and Click Refill-Kassetten mitgenommen. Mittlerweile hat mein Freund auch schon wieder welche gekauft. Aber ich habe mir gedacht, komm, Claudinchen. Kannst du ja auch mal bestellen. 98% recycelt Plastik, das finde ich auch ganz schön, ne? Und wir haben halt diesen Eimer, habt ihr ja auch in der Babyzimmer-Roomtour gesehen. Und der ist gut, ne? So wie ich halt vorher darüber gelästert habe, um ehrlich zu sein. Weil ich meinem Freund gesagt habe, man muss in ihm warten, das stinkt doch nicht so. Doch. Sollte man schon sowas haben, das macht durchaus Sinn. Und ich bin ihm dankbar, dass er das halt durchgesetzt hat. Und jetzt haben wir halt so Nachfüllkassetten. Ja, es ist schon krass, ne? Also, was ich jetzt alles hier so wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, muss ich alles nach unten räumen? Habe ich erst nach oben geschlürt, jetzt muss ich es wieder nach unten schlüren. Das ist halt so, wenn ich mein YouTube-Zimmer hier oben habe, ne? Aber jetzt so unten dann diese Videos zu drehen, finde ich dann auch irgendwie uncool. Hier oben habe ich meine Ruhe, hier können wir uns entspannt ausbreiten und so. Finde ich auch ganz cool. Aber ja, jetzt werde ich mal unser Haus wieder mit allen Sachen bestücken und euch dann demnächst mit ein paar wunderschönen Fotos mit Dekomaterial beglücken. Und dann würde ich sagen. Ich wünsche euch, also ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Mensch, das wäre total genial. Dann lasst mir doch auch super gerne einen Daumen nach oben da. Das wäre nämlich auch nett. Ja, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!